Und hier kommen wir zur Siegerehrung, meine Damen und Herren. Im Kostümspringen der Klasse L, unterstützt durch die Klassenhaus GmbH aus Lüneburg, ihrem Town- und Country-Hauspartner für Lüneburg, Uelzen und Lüchow-Dannenberg. Und zunächst hier die sportliche Ehrung. Der Sieg in die Pferdesportgemeinschaft Deichhof-Tespe an Helena Fick und Deichhofs Klärchen ohne Punkte, 45,68 Sekunden. Gratulation! Gerichtet wurde die Prüfung durch Herrn Horst Axel Ahrens, der nun die Siegerehrung vornimmt, gemeinsam mit Herrn Dieter Schniedermeier. Und Herr Christian Vosgerau, der erste Vorsitzende, gratuliert ebenfalls. Und wir kommen zum zweiten Platz. Auch der geht in die Pferdesportgemeinschaft Deichhof-Tespe. Marius Fuhrberg und Chicago M ohne Punkte, 47,20 Sekunden. Der goldene Reiter also vor Batman und Superman auf Rang 3. Martin Trapp, Echim Scharnebeck und Forever von der Düpe ohne Punkte, 50,54. Und zum Gratulationskomitee gehört von Town und Country House auch Frau Petra Stender. Avatar auf dem vierten Platz, das ist Jennifer Böhnke, Ebsdorf, St. Mauritius mit El Nino ohne Punkte, 51,55. Fünfter Platz für Pia Lange, Hermannsburg, Bergen und Caligula ohne Punkte, 51,62. Und der sechste Platz bleibt hier in Ichim-Scharnebeck. Carla Vosgerau und Lubega als Lubega ohne Punkte, 51,73. In der Kostümwertung, meine Damen und Herren, hatten wir drei Kostüme in der engeren Wahl. Ich hatte schon gesagt, Sie haben auch das Ganze gutiert mit einem Sonderapplaus. Wir hatten Spitzenideen hier, die umgesetzt worden sind durch die Teilnehmer. Drei sind in die engere Wahl gekommen. Das waren einmal Avatar, dann der Goldene Reiter und der Herr der Ringe. Und die Wahl der 200 Euro, die Sondergratifikation, fiel auf den Herrn der Ringe.